wir hier weiter und dann gucken wir hier oben nach. Ja, gucken wir hier oben nach. Ja, gucken wir. Ach so, okay. Hier finden wir nur einen Kupferharnisch. Ob das besser ist? Was? Ich hab... Okay. Okay. Ich dachte eigentlich, ich hätte noch eine bessere Rüstung. Von wo kamen wir denn? Kamen wir von hier? Moment mal, lass mich auch kurz nachschauen. So, 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 okay. Ich habe mich ein bisschen verirrt. Oh, ein Schal, oder was? Tatsächlich, es ist einfach nur ein Schal. Da werde ich mich mal in Schale werfen. Ho, 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 ho. Witzig. Hä, von wo kam ich? Ach so, ich muss noch einmal nach links. Ah, ich verstehe. Blöd. So. Da komme ich noch nicht ran. Und hier können wir aber weiter. Den ganzen Weg wieder zurück. Wie er wegläuft. Also wenn man schon tot ist, sollte man kein Feigling sein. Man kann eh nichts mehr verlieren. Ey, da komme ich echt nicht mehr hin, ne? Das war blöd von mir, dass ich einfach runtergesprungen bin. Das ist, glaube ich, ja, das habe ich schon. Ja, 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 ja. Also die Monster sind jetzt wirklich nicht mehr gefährlich. Aber wir kriegen einen Zombie-Soldaten. Kann mit Handgranaten werfen. Ist, glaube ich, aber nicht so wichtig. Also nicht wichtig, sondern nicht so effektiv, meine ich. Zack. Kommen wir hier hoch? Ja, kommen wir. So, dann wären wir hier, glaube ich. Hey, hey. Wow, wie viele Seelen ich bekomme. Vielleicht liegt das auch am Spiel selbst. Ich weiß es nicht. Ich habe den falschen Knopf gedrückt, so. Da oben. Da kommen wir jetzt aber nicht hin. Ne, da kommen wir definitiv nicht hin. Ja, dann ist egal, oder? Warte, ich mach dich erstmal fertig. Ich will kurz nochmal... So. Sah so verdächtig aus. Hey, Zombies. Die sehen sehr seltsam aus, muss ich sagen. Also gar nicht mal so wie richtige Zombies irgendwie. Und eher wie, keine Ahnung, Maden. Maden. Madenmenschen. Ich glaube, hier oben können wir immer nichts machen. Na egal. Autsch. Autsch. Ach komm. Autsch. Ah, ich bin gerade echt wieder. Ah, da kommen wir auch noch nicht hin. Ich glaube, ich gehe gerade total falsch. Aber wirklich. Ich gehe gerade total falsch. Ich bin voll der Depp. Mann. Total verlaufen. Aber hier kann ich mich wenigstens nochmal aufladen. Na, super, ey. Ja, das ist, das kommt davon, wenn man... einmal den Faden verliert, dann kann man sich hier schnell verirren. So ähnlich wie bei Metroid zum Beispiel. Klee, jetzt bist du dran, ey. Gerade mich schon genervt. So, aber der Rückweg wird jetzt um einige schneller sein, da ich nicht den oberen Weg lang gehe. Hui! Und das lassen wir auch mal aus. So. Ey, das wollte ich nicht. Und das wollte ich erst recht nicht. Ach komm. So, du bist kaputt. Du gehst auch schnell baden. Du auch. Lasst mich einfach durch. Na, hatte der nach einer Handgranate gesucht? Dauert natürlich ein wenig. Erstmal entsichern. Ne, erstmal aus der Tasche holen, entsichern, wegwerfen. Ja, es kostet Zeit. Da bin ich mit meinem Schwert natürlich ein bisschen schneller.
So. Ja, schön, dass wir uns das hier alles mal anschauen können. Kennen wir zwar alle schon, aber... ist ja nicht so schlimm. Und hier runter. Ja, ich wusste es. Ich wusste es. Ich wusste es. Diese Raben. Ja, ich habe zugeschlagen. Ich habe auf den Raben geschlagen. So, war das hier unten? Ja, ich glaube schon. Okay, habe ich schon. Habe ich schon. Ja, wir können es eigentlich schon mal ausrüsten. Undine. Denn damit kann ich auf dem Wasser laufen, wie Jesus. Bei so einem diabolischen Spiel, ey, Vergleich mit Jesus ziehen. Dafür komme ich in die Hölle. Ding, 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 ding. So. Kerzenständer. Was haben wir denn da oben? Nix. So, ich meine, wir kommen gleich in den Glockenturm. Oh, und ich werde gerade angerufen. Dann machen wir kurz hier Pause. So, kurze Pause gewesen. Wo müssen wir lang? Gute Frage. Und ich glaube, das kann ich versteinern. Ja, ich bin auch ein Held. Und ich lasse mich direkt nochmal versteinern. Oh, das Teil zieht viel ab. Hallo. Wow, und es verträgt so viel. Und ich weiß gerade nicht, wo ich lang muss. Toll. Ich glaube einfach hier nach oben. Ah, super Sprung. Super Sprung, ey. Oh, Level up. Gut. Das ist schon mal sehr gut. Ich gehe falsch. Oder? Ey, das gefällt mir nicht. Ich bin total falsch, glaube ich. Ich gehe mal lieber oben entlang. Ich glaube, da sind nicht so starke Gegner. Ich habe den Faden verloren. Das ist nicht gut. Oh Mann, das gefällt mir nicht. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Oh, das war knapp. So. Und ja, wir sind immer im gleichen Raum, aber irgendwann kann man halt weiter. Ach, komme ich erst zum Kolosseum? Das kann natürlich sein. Ja, natürlich. Man kommt erstmal zum Kolosseum und dann geht's erst zum Glockenturm. Also nicht Glocken... heißt das Glockenturm? Zum... ja, doch, ich glaube schon. Das war das Kolosseum. Nein, doch Uhrturm. Was? Ach, ich bin so verwirrt. Oh, oh. So sehen wir uns wieder. Ich freue mich, dass du heil und gesund bist. Schön, dich zu sehen. Darf ich dich mal was fragen? Ja, natürlich. Jemand sagte mir, du würdest Draculas Kräfte erben. Das hat dir wohl diese Frau aus der Kirche gesagt, oder? Es stimmt nicht, oder? Erben ist das falsche Wort. Dann stimmt es also. Ich wurde an dem Tag geboren, als Dracula vernichtet wurde. Und das heißt, ich bin Dracula. Das kann doch nicht stimmen. Du warst doch so nett zu mir. Ja, weil ich dich nicht als Bedrohung meiner Mission sehe. Aber du hast es bis hierher geschafft. Ich spüre eine Macht in dir. Sag mir, welche Macht ist in dir erwacht? Die Macht zu herrschen. Was? Du dummer Junge, das ist unmöglich. Hä? Ich kann nicht mehr bleiben, ich muss zum Thron. Soma heißt du, täusch dich nicht, Soma, du wirst niemals herrschen. Wie dumm, was sollte das denn? Er redet einfach ganz normal mit ihm so, blablabla, ja, hey, du bist voll cool, yeah. Naja, irgendwie ist das, oh, das gefällt mir nicht. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Wow. Oh, diese Puppe. Die Seele muss ich haben. Da werde ich auf jeden Fall später noch... da werde ich auf jeden Fall später noch effektiv hinterhergehen.
Denn die Fähigkeit ist sehr, sehr stark zu diesem Zeitpunkt. Wow. Triffst du mich von hier? Ich glaube nicht. Ich mach dich jetzt auch erstmal kaputt. Ach ja, man verliert so viel Energie im Uhrturm. Und Medusa-Herz natürlich dürfen nicht fehlen. Ach ja, komm. Hallo Soma! Hey Yoko, hab gerade Graham getroffen. Wirklich? Wo ist er hingegangen? Er hat es eilig, zum Thron zu kommen. Dachte ich's mir doch, es ist etwas Wichtiges im Thronraum. Tut mir leid, Yoko. Was hast du denn auf einmal? Er ist nicht der, für den ich ihn hielt. Er war nur nett zu mir, weil er mich für schwach hielt. Ich verstehe. Als ich ihm von meiner Macht erzählte, änderte sich sein Verhalten. Naja, er glaubt, alles in diesem Schloss gehört ihm allein. Das ist also der Grund? Aber so ist es besser. Was? Dass er dich als Feind betrachtet, heißt, dass du auf meiner Seite stehst. Ja, das stand da nicht, aber egal. Ach ja? Was denn? Willst du etwa nicht auf meiner Seite sein? Nein, so meinte ich das nicht. Ich zieh dich einfach so gerne auf. Aber jetzt ist nicht die Zeit dazu. Graham ist in Panik, weil du hier bist. Das ist unsere Chance. Was für eine Chance? Er ist sehr gesessen, daher konnte er uns bis jetzt entkommen. Bisher hat ihn, glaube ich, noch nie jemand in Panik gesehen. Schon kapiert, deshalb wird er sich jetzt anders verhalten. Genau, eine prima Gelegenheit, ihm eine Falle zu stellen. Tja, ich muss los, wir sehen uns. Blöd. So mal hätte ich ihn einfach gerade umbringen können. Oh, ich wusste, dass man hier speichern kann. Was für eine Erleichterung. Oh, hallo. Hallo. Du tust mir nicht weh. Eisenharnisch, habe ich den schon ausgerüstet oder? Ich habe einen Kupferharnisch, aber Eisen ist eigentlich, ja, wollte ich doch gerade sagen, härter als Kupfer. So, wir können nicht hier runter. Ey. Ja, auf, geh zurück. So, jetzt wird's witzig. Ah, ich lasse euch erstmal in Ruhe. Hi. So, komm. Vertragen einfach zu viel. Wow, die auch. Merke ich gerade. Und schon habe ich diese Fähigkeit bekommen. Ach, wie nervig das ist. Wie nervig. Medusa hält diese blöden Valkyrien. Richtig nervig. Oh, Gargold. Oh, da ist ein Sack voller Gold, den möchte ich eigentlich haben. Ja. Aber den Sack Gold wollte ich jetzt haben. Wow. Diese Stacheln, wie viele sie abziehen. Oh mein Gott. Weg hier. So, hier habe ich immer die Fähigkeit geholt von diesen Puppen. Ich werde sowieso, glaube ich, ein bisschen leveln. Naja, wir werden erstmal jetzt hier schauen. Komm schon, gib mir eure Seele. Ich möchte es haben. Autsch. Ja komm, dreimal versuche ich es noch und wenn sie es mir nicht geben, dann mache ich das offscreen. So, eins. Zwei. Ah, es wird nichts. Autsch. Aber ein Level up. Bin ich auch zufrieden mit. Ja, ich weiß, welcher Boss jetzt gleich kommt. Es wird ein Spaß, sage ich euch. Große Rüstung. Oh, oh. Komm her. Autsch. Ich sterbe gleich. Wie schön. Wie nervig dieser Gegner ist. Aber er ist tot. So, ich glaube, man konnte hier noch irgendwo speichern. Autsch. Ey, das gefällt mir gerade nicht hier, was hier abgeht. Okay.
sterbe? Wegen blöden Harpien? Eines tot. Oder sogar zwei. Aber ich verzag auch nur noch einen Schlag. Ich möchte diesen Boss noch nicht machen, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich werde einfach dann hier erstmal Pause machen. Offscreen ein bisschen leveln, glaube ich. Ne, nicht leveln, aber auf jeden Fall die Fähigkeit von der Puppe holen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis denn.